Hallo. Ich guck bei. Ah. Wir haben aber lange nicht mehr gesessen, wa? Ja. Mensch, und schon wieder eine Woche rum. Boah, das ist ja Wahnsinn. Heute habe ich das Essen verkackt. Hat er. Elke ist sauer. War ich. Ich war echt sauer eben. Wir hatten gestern Spätzle mit Gehacktes und Ketchup, ne? Ja, so lecker gebratenes Gehacktes. Schön kross. Da war noch was über. Der Frank, der wollte heute nur Reis mit ein bisschen Rinderhack und Gemüse. Ja, genau. Das war nicht so mein Fall. Da habe ich gedacht, dann esse ich den Rest von gestern. Ja. Ja. Und da hat der Frank dann, anstatt die zu braten, hat er da ein bisschen Milch beigetan und dann sah das aus wie Milchreis. Das sah so unappetitlich aus. Ich konnte das nicht essen. Ja, ja. Ich hab das nur gesehen, das Essen, wie du gesagt hast, mach mir das von gestern. Und denke ich, ach komm, da muss ja ein bisschen Milch dabei, sonst ist das ja zu trocken. Nee, aber da war doch Ketchup bei. Ja, Ketchup da, und ja, Milch. Ja, aber ich war wieder ganz woanders und habe da wieder nicht drüber nachgedacht. Ich bin so ein Idiot. Da tut mir total leid, Elke. Ja, habe ich mein Dosen-Eier-Ravioli aufgemacht. Und die sind angebrannt. Weil ich wollte heute ganz gucken. Wir sind zum Blitz und Dudel kochen, wir zwei. Echt. Bei uns brennen sogar die Nudeln an. Sogar Wasser brennt bei uns an, wa? Ja, kleiner Scherz. Wenn du denkst, du bist allein, dann mache deine Nägel rein. Das ist einfach ein blöder Spruch. Sollte man aber. Aber ich musste mir jetzt den Nagel abmachen, mir noch hier einen Nagel eingerissen. Ich konnte das jetzt nicht mehr ertragen, der war jetzt fast zwei Wochen drauf. Hat gut gehalten, aber ich muss ja für morgen meine Nägel passend zum Outfit haben. Aber was, ne? Sie grün? Grün-Weiß. Achso, ja, morgen sind wir bei der Kate Milan auf der Weihnachtsparty. Ich weiß nicht, ob wir da vorher noch irgendwie ein Video hinkriegen, vielleicht bei dir im Salon oder so. Ja, kann man machen. Wir machen dann ein kleines Video bei der Elke im Salon. Weil ich mache mich da fertig. Bevor ihr nicht extra nach Hause kommt, mich abholen. Ist ja eine Weihnachtsparty, wir müssen uns ja ein bisschen verkleiden, ne? Oder? Ja, als Weihnachtsmann. Als Weihnachtsmann. Und Weihnachtsfrau. Ja. Boah, hier fliegen andauernd Düsenjäger drüber. Wahnsinn, ne, in den letzten zwei Wochen. Boah, also bestimmt jede Stunde fliegt hier ein Düsenjäger drüber, weil wir haben ja hier die Station in Nördlich. Hier ist bestimmt irgendwas im Argen, oder wie sagt man? Also ja, weiß ich nicht. Frank, so oft wie die jetzt fliegen, und ich wohne ja schon fast 20 Jahre hier, habe ich das noch nicht gehört. Ehrlich. 20. Ja, ich bin jetzt 2008, stimmt. Ein Jahr. Ja, boah, überleg mal, wie die Zeit vergeht, ne? Krass. Wahnsinn, ne? Aber wir sind jetzt schon seit 2018 zusammen, 12 Jahre. Wie lange musst du noch? Bis ich tot bin. Nee, ich will das ja gar nicht. Muss man mal gerade Handkram nehmen, ja, Schatz. Ja, mach. Und meine Brille und eine Nagelfeile. Ja, die Zeit ist verflogen, ne? Ich denke mal bei euch auch. Also die letzten 18 Jahre, sag ich mal, wo ich jetzt kenne, die sind so vorbeigegangen. Ich kann mich immer noch an den ersten Abend hier erinnern, wo wir hier hingefahren sind, das erste Mal. War so schön. Und jetzt, 18 Jahre später. So, und jetzt überleg mal, 20 Jahre später. Hey, 20 Jahre später, ne? Dann sind wir schon über 70, ey, boah. Krass. Da bin ich so alt wie meine Mutter. Meine Mama ist genau 20 Jahre älter als ich. Nee, man weiß nie, wie lange man hat, aber ich sag mal, in 20 Jahren bist du halt wie meine Mama. Ja. Ja. Krass. Ja, ist so. Ja, ist so. Naja. Wahnsinn, ne? Ja, heute machen wir nichts mehr, ne? Wir machen jetzt noch die Fingernägel in grün, Tannenbaum grün und dann das hier. Ja, gut, können wir ja machen. Vergessen. Ja. Okay. Ja. Und, okay, bist du schon fertig? Ja, du kannst noch was erzählen. Ich hab mir den Nagel gekauft. Grün. Weiß, den hatte ich noch. Dann habe ich hier so Weihnachten. Ach nee, das sind die ja gar nicht. Das ist ja eine. Wo hab ich denn hingetan? Grün. Ja, von mir aus kannst du auch grün machen. Das ist Sticker. Weihnachtssticker für die Nägel. Warum gehst du nicht in den Nagelstudio, dass sie das machen? Was soll ich mit den Nägeln im Nagelstudio, Frank? Die macht doch da Gel drauf oder so. Ja, aber Hölzchen oder was?
dann gehen die Nägel, meine Nägel davon kaputt. Guck mal, ich hab Nägel, die sind, die, warum bricht mir mal Nagel ab? Gar nicht. Ja, was soll ich eine Nagelstudie? Ja, verlängern oder verschönern oder was? Oder bemalen. Kannst doch bemalen das. Ich mach das lieber selber. Zudem bei meinem Beruf. Manchmal mach ich mir die ja zweimal in der Woche, weiß ja selber. Wenn die nichts mehr sind, Hand dran. Dann wird das aber teuer. Ich weiß ja nicht, die verfärbt sich doch, wenn da Farbe rauskommt oder nicht. Was verfärbt sich? Das zieht doch da rein, oder? Ich keine Ahnung, ich habe dann die Gelnägel, aber ich kann mir die aber machen lassen, dann probiere ich das aus. Ich hatte mir ja mal diese Babyboomer. Nee, wie ist das nochmal? Das mit dem Sand, ne? Mit dem Weißen. Ja, das sah schön aus. Boah, Frank, ich brauche unbedingt Babyboomer, Nagelgel. Da topfst du das so immer in die Döschen. Danach machst du da. Das war eine Sauerei. Und dann sagte ich zu der, was kostet das denn? Ja, so eine ganze Kiste, 100 Euro. Hab ich gekauft. Hat die gekauft. Hat die zweimal gemacht danach, weil lag er in der Ecke. Warum? Da musst du deine Nägel abfeilen. Ja, aber das hast du doch vorher recherchiert. Ja, habe ich ja auch gemacht. Gut, aber bis dass du das Zeug abhattest. Ich stand über eine Stunde im Badezimmer. Ich bin bald wahnsinnig geworden, wie ich das erneuern wollte. Weißt du? Und wenn du das dann wieder drauf machst, musst du das ja wieder rauffeilen. Das hat mir nicht gefallen, da sind sie alle abgebrochen. Was hast du mit der Kiste gemacht? Steht da noch. Ja? Lies das nochmal. Babyborn. Nee. Ach, ist auch real, wie das heißt. Auf jeden Fall, das war überhaupt gar nichts für mich. Ja. Nee, das war auch kacke. Also da mache ich mir lieber die Arbeit und den Lack hier mit. Ich mache mir die doch immer schön. Oder sieht das hässlich aus? Ja. Nee. Das geht schönere, ne? Ach, als wenn das Scheiß aussehen würde, du machst das echt immer gut. Ja, aber... Du machst ja nicht alles gut. Dafür, ich habe auch noch nie diese Gelnägel gehabt. Auch früher nicht? Nee, ich habe noch nie gemacht, weil ich hatte immer lackierte Nägel und die waren immer okay, war schon mal mit zufrieden, wenn ich jetzt Nägel hätte, die abbrechen würden andauernd oder die spalten, dann würde ich mir das, hätte ich auch gedacht. Machst du dir mal, ne? Aber eine andere Frage, stellt man nicht morgen die Stiefel raus oder die Schuhe? Und kriegt dann irgendwas geschenkt? Ist doch Nikolaus oder nicht? Nikolaus, was hast du? Was für mich? Ich habe auch was für dich. Aber ich stehe eben mitgebracht. Ein Paket Reis. Ein Paket Gehacktes. Rund. Ach, Elke. Ach, wir schenken uns sowieso nichts. Ja? Ich schenke dir euch was. Nikolaus. Sonst habe ich immer Süßigkeiten drin gehabt. Ja. Meistens die schon angegessen waren. Die waren auch immer lecker, die Sachen, die ich geholt habe. Ja. Da muss ich die probieren. Früher, ne? Wie du noch was kräftiger warst. Was kräftiger, ja. Aber ich versuche jetzt noch ein bisschen runterzukommen von meinem Gewicht. Ich finde, mein Gesicht könnte noch ein bisschen schmaler sein. Oder? Hat da einer was gesagt? Nee, da hat keiner was gesagt. Ich finde das selbst. Ich könnte noch ein bisschen weniger im Gesicht haben hier. So, dann mache ich jetzt auch Diät. Du machst doch schon Diät mit deiner Ravioli. Da ist wieder so ein Flieger. Ich habe nicht viel gegessen. Wollen wir noch einen Nachschlag holen? Da habe ich schon vergessen. Da waren sie angebrannt. Ich hatte so einen Hunger, wie ich kam. Und dann hat man sich auf irgendwas versteift. Ja, und dann hat sie natürlich eine Fresse gezogen, weil ich kann es ja verstehen. Ich habe das verkackt, das Ding. Mit der Milch. Und dann, wenn man sich auf irgendwas freut und denkt, boah, lecker, die Nudeln, schön kross angebraten. Und dann siehst du dann so eine Matschepampe. Schau dir, was ist das? Ich habe das gesehen, wie ich gekommen bin, dass das so weiß war im Topf. Ich denke, boah, hast du da so viel Fett angetan gestern? Ja, dann haben wir erstmal Zigaretten geraucht, wie ich gekommen bin. Ne? Ja, die erste Mal zu machen. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt muss der uns gucken. Dann gucke ich in den Pott, da ist der Brei drin. Ja. Und dann war sie sauer. Weil ich habe gesagt, bist du beleidigt? Sagt sie, ja, ich habe mich so darauf gefreut. Ja. Ist doch klar. Wenn du ein Steak bestellst, dann kriegst du auf einmal eine Frikadelle hingestellt. Ist doch kacke. Ja. Das ist ja so, wenn du auf was eigentlich. Bei jedem anderen hätte ich gesagt, leck mich am Arsch, mach deine Scheiße doch alleine, aber bei dir ist das was anderes. Dann geht mir dann das Herz, da tut mir dann zu leid. Genau, wie vorgestern. Ich hatte so Bock auf so einen Rahmschnitzel, komme ich dann an.
Und da sagte ich, tut mir leid, wir haben keine Rahmen. So, mehr musst du nehmen, Zigeuner. Ja, habe ich Zigeunerschnitzel gegessen. Ja. Paprikaschnitzel. Das ist doch real. Ja. Ist doch nur Essen. Aber das war nicht so nicht schnell. Ich habe schon gesagt, da kommt es aber. Dafür kriegst du morgen nichts. Morgen? Morgen sind wir auf der Weihnachtsfahrt, die habe ich ja gerade schon gesagt. Aber ich glaube. Aber wir haben überlegt, ich glaube. Da gibt es nichts zu essen. Da gibt es nur Candy. Die hat ja ganz viel Süßigkeiten und Lebkuchen und Schokolade und Energy Drinks und so. Aber ich dürfte da Broschmann nichts zu trinken, dann wird man vom Essen schlecht. Ja, meinst du? Wenn ich so viel Süßigkeiten esse, ich esse nicht so viel. Nee, ich nehme ein Pöttchen Reis mit. Ich wollte gerade sagen, ich war vor zu McDonald's. Wir fahren ja da sowieso rum, ne? Aber noch verteilen, ne? Ist das ja. Da ist ja direkt der Merkis. Ja. Aber da muss auch das Schulz. Aber da sind viele von uns, die wir kennen. Also auch Freunde von uns haben sich auch eine Karte besorgt. Ja. Die Marie, die kennt ihr ja zum Beispiel. Die mit der Elke zusammen, die gebastelt hat. Die kommen mit ihrem Freund. Da Mann, ach mehr Freund, stimmt. Die sind ja nicht verheiratet. Nee. Die leben in Bilder, ja? Ach, dass die noch nicht verheiratet sind, ne? Sie sind ja schon nicht verheiratet. Keine Ahnung. Muss man mal gucken. Die haben bestimmt Angst vor dem Polterabend. Ist egal, ich habe noch viel Geschirr. Ja. Also Geschirr für Polterabend haben wir noch so viel. Meine ja. Mutter hat schon gefragt, ob ich keinen kenne, der Polterabend hat. Hat die so viel da rumstehen? In Meerheim, ja, steht das. So von meiner Oma teilweise. Und dann muss man sich ja mal von sowas trennen, wenn man das nicht mehr braucht. Chucky! Aber von Polterabend wäre das nicht schlecht. Ja. So, ja. Haben wir Schluss oder was? Ich muss mit Corona was quatschen, ist das egal. Ich bin ja eh noch so beschäftigt. Wie ja. Du willst, aber da kann ich nicht hören. Was? Nagelfeil? Oh. Am besten. Also, der Vater hat gesagt, ich hätte so feste Nägel, die denkst besser an Schleifstein, Alter. Mit der Flex. An der Flex. Der ist ja Wahnsinn, ey. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Aber. Das ist ja so wie anders, ne? Ja, andere Leute brechen sie ab. Ist ja kurz gemacht. Gut, Leute. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Schönen Abend. Und wir zeigen uns morgen Abend mal. Ja, viel habe ich nicht gemacht. Das ist ja keine Karnevalsveranstaltung, Elke. Die Elke ist auf jeden Fall sehr sexy. Sexy? Ja. Ist das sexy? Ja, klar. Du bist doch sexy. Doch, Elke ist immer sexy. Okay, bis morgen. Tschüss. Tschüss.